Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Let's Play S4Leech. Und ja, ich gehe jetzt mal im Weapon Shop, dann auf Waffe und dann werde ich mal ein paar Waffen pumpen und die drei Waffen, die ich jetzt bekomme, werde ich dann für das Match benutzen. Also eine US-Waffe und dann von Shooting Weapon 1 eine und von Shooting Weapon 2. Ein Breaker. Okay, dann shooten wir mal eins. Oha, nice. Okay, ne Revolver. Und als drittes. Oh. Oh mein Gott. Eine Ghost Rifle. Okay, also. Breaker, Revolver und Ghost Rifle. Als Skill benutze ich dann. Ja, mein Band dazu. Okay, und dann gehe ich mal in den Raum. Ja, nee. Tanne sieht gut aus, warte. So. Ja. Mach ich mal ready. Ja. Kommt schon, behalt euch. Okay, warte. Das wird klar, ich sagte. Touchdown. Deathmatch ist, glaube ich, das Equipment nicht so gut. Also, ich mach hier mal ready. Ich hoffe auf einen schnellen Spielstart, ne? Okay, und dann bin ich Master und alleine. Ja, das wird ja was bestimmt heute. Okay, dann starte ich mal das Spiel. Und ja. Mal schauen, wie ich mit dem Equipment bin. Also ja, ich kann schon mal gleich sagen. Ghost Rifle benutze ich fast nie, also. So gut bin ich damit jetzt nicht. Okay, Breaker ist ja einfach und ja. Boah. Mal schauen, wie es so wird, ne? Ja. Ja, also, ich würde ja sagen, reden wir mal erstmal über den Patch. Und zwar kam ja jetzt die Magic Cube raus. Ja, ich finde den eigentlich relativ gut und auch schön. Ja, und das Set kam auch raus und das Pad und den Magic Cube habe ich mir gleich gekauft als ja von den Eiskapseln und habe ihn jetzt auch per. Und ja. Ja, und das Happy New Year Event kam ja endlich auch raus. Hier bei uns. Ja. Ich finde es schön, dass sie was gegen Farmer machen wollten, aber. Ja, ich finde hier auch, man kann es ein bisschen übertreiben. Ja, dass man jetzt nur in Deathmatch und Touchdown spielen kann. Ja, es liegt ja daran, dass die meisten in Siege Mode farmen oder so. Oder in Battle Royale, also in dem Mode, die halt am kürzesten gehen. Und ja, Deathmatch und Touchdown sind eigentlich die Modes, die am meisten normal gespielt werden. Und auch die besten Modes eigentlich. Ja.
Aber ich finde ja, das ist unnötig, eine Begrenzung, was man pro Tag bekommen kann, zu machen. Dann, ja, vor allem weil es eine 300 kostet, dann braucht man dazu erstmal, was weiß ich, wie viele Tage, bis man das bekommen kann. Kommt halt drauf an, wie man spielt. Ja. Boah. Scheiße, es haben gefehlt. So, okay. Also, erste Halbzeit schon vorbei. Naja, ich habe ja jetzt nicht so viel gemacht. Und ja, also, und das Capricornus Pad, oder wie man es ausspricht, kam raus. Und die Magier-Sets kamen auch raus. Ja. Ich hoffe ja dann, dass beim nächsten Patch die Lobby kommt und das Twinblade, Force Pack und so. Und ja. Wahrscheinlich kommt in Korea es vor auch bald die neue Lobby raus. Nein, die neue Season natürlich. Oh, mit der Ghost Rifle komme ich halt übelst nicht klar. So. Einfach mal Rackbreaker. Sorry. Aber ich glaube, jetzt kann er eigentlich einen Touch schon machen. Oh, nein. Ah, doch. Nice. Bis jetzt gab es noch gar kein Flamethrower mit Draker. Was ich ja eigentlich auch gut finde und ja, Flame ja eh unnötig ist. Tut mir leid. Also die Teams sind relativ so ausgewogen. Bloß ich mache halt am wenigsten. Und ja, also liebe Community oder so. ja, ach fuck. Tut mir leid für die Lags, also für die schlechten Frames. Na keine Ahnung, mein PC spielt gerade. Und ja. Ich hoffe mal jetzt, dass meine Stimme dieses Mal besser ist. Und ja, dass man mich auch gut verstehen kann, so wie ich halt rede und so. Weil ich manchmal glaube, etwas unverständlich rede. Breakout. Mann. Na, mein Breaker kann man nicht wirklich so hochlaufen, gescheit. So. Ja, macht ihr erstmal lieber. ja. Mir fällt zwar jetzt nichts ein, was ich sagen kann, aber irgendwas muss man ja reden.
Also das Wetter ist hier wunderschön. Nein, nicht wirklich. Es ist so trüb, keine Ahnung. Ja, ich finde es auch. Wieso kann man da nicht einfach wechseln bei dieser Waffe, ey? Ja, super. Ja, ich habe auch erst 48 Punkte. Okay, und ich glaube, das Match dauert noch ein bisschen. Und ja, danach kann ich erstmal noch gerade Coins ausgeben. Ich habe jetzt, ich glaube, schon 9. Und hoffe, ich bekomme jetzt meinen 10. Denn ich brauche ein Pad. Also ich habe jetzt nur den Space Rabbit auf den Einser und ein Pad ohne Stats, aber ich brauche jetzt noch Force Packs, am besten 2 Grad für meinen anderen 2 Charakter. Ja, den Space Rabbit habe ich hier dabei, den habe ich von den Free Geeks bekommen. Ja. Ja, also für die Frage, falls das jemand fragen möchte, warum nicht hier auf mein Main spielen, Punkt System, ja, und dann diese Klammer, Aufstrich. Ja, also es liegt nicht daran, dass der Account gebannt ist, ich hab den noch. Und ja, ich wollte halt einfach einen neuen Account machen. Und ja, so just for fun. Und ja, warum der unlogisch war, weiß ich nicht, aber okay. Ist ja auch nicht so, als wäre es voll das logischste Spiel der Welt. Also, ich glaube ja nicht, dass man in Wirklichkeit so rumjumpen kann. Also, ich kann es ja nicht. Also darf es hier mal ruhig etwas unlogisch sein. Also, wegen den Patches regt es mich schon auf, dass es vor, also ProSiebenSat.1 Games, die Patches nicht regelmäßig bringt. Also, früher kamen ja die Patches auch alle 2 Wochen bei uns hier, bis die neue Seite kam und Season 6. Ja, Season 6. ja, ich hoffe, das ändern die jetzt nächste Season wieder. Und ja, zurzeit bringen die ja monatlich nur ein Patch raus. Das ist auch nicht gerade so regelmäßig, finde ich. Und ja, aber die Season ist eine richtig gute Steigerung zu den letzten Seasons, also zu diesen Alice im Wonderland-Zeugs. Es gab ja bis jetzt 3 neue Waffen. Die alte Lobby kommt zurück. Also halt die neue Lobby. Neue Maps gab es bis jetzt nicht viele. Also 2. Gerade mal, aber ich glaube, viel mehr kam eh nie raus. Pro Season. Aber. Da wollte sich ja jemand noch hochrennen, hä? Aber okay, die Maps sind jetzt eigentlich in Ordnung. Also ich mag die Map Treasure. Aber finde es schade, dass dafür Old Moon entfernt wurde. Die Map war auch ziemlich gut und vor allem auch, dass sie für Captain entfernt wurde. Weil Treasure ja die Map ersetzen sollte. Dann sollten sie wenigstens Treasure auch irgendwie für Captain rausbringen. Zwar glaube ich passt es nicht, weil die Map auch zu klein dafür ist, glaube ich. Also finde ich halt. Aber okay, ist halt so. Aber im Rest hat sich das eigentlich verbessert. Ja. Und die Events haben sich auch irgendwie verbessert.
Zum Beispiel jetzt das Quiznos Event. Es war eigentlich relativ gut. Man konnte sehr viele Kapseln bekommen. Also im Vergleich zu den Events davor sehr, sehr, sehr viele Kapseln. Dieses Event kann man eigentlich auch richtig viele bekommen. Man halt nicht so viele wie davor, aber egal. Außerdem brauche ich noch ein Quo CS, also ja. Die neuen Sets finde ich ja jetzt zwar nicht so schön, dass die jetzt halt da in den 300er gibt. Da fand ich ja die alten besser, die es in Korea drin gibt. Ach, Mann. Okay. Danke. Der war jetzt richtig knapp. Komm schon, dem hier komme ich noch. Hier. So, Break Attack. Ach, scheiße. So. Also ich glaube, ja, die Gauss-Waffe, die macht schon guten Damage, aber ich kann damit halt nicht zielen. Überhaupt nicht irgendwie. So. Aber man kann ja immer Neues ausprobieren. Ist ja nicht schlimm. Ja, und ich möchte mich nochmal entschuldigen für die schlechten Frame Rate. Und dafür, dass ich ziemlich langweilig bin, glaube ich mal. Ja. Drei Touchdowns brauchen wir noch. Also komm schon. So, erstmal die erste weg. Komm, 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 komm. Ach, Mann. Okay, noch 3 Minuten. Stimmt eigentlich schon. Also komm schon, ein Touchdown. Schaffen wir schon. So. Okay. Das sollte jetzt eigentlich schon zu schaffen sein. Schade, schade. Okay, jetzt haben wir einen ziemlich guten Vorsprung. Interessant. Zwar glaube ich ja nicht, dass ich gerade einen Breaker benutzt habe, aber okay. Tun wir mal so, als wäre das fast gewesen. Komm schon. Ach. Das werden wir ja wohl noch schaffen. Schade, schade. Ja, ich bin jetzt gerade nicht so eine gute Hilfe, aber egal.
So, ich resette mal den Ball. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. Boah, ja, jetzt aber. So. Okay, also. Gutes Spiel. Okay. Ja. War mal ein schönes Spiel. Und das ohne Flame auch. Und ja. Aber ich glaube, der. Warte, ich schau mal lieber hier nach. Ah! Ich habe ja wohl doch ein bisschen, als ich dachte. Okay, also. Bring mir Glück, Lucky Box. Okay, jetzt hoffe ich mal auf ein Pair. Okay, so. Komm schon. Komm schon. Mann. Der Unique Booster ist ja nicht sehr hilfreich. Aber egal. Also dann, danke fürs Zusehen, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.